Einen wunderschönen, da bin ich schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Dreamscreen-Video. Und zwar, ich habe mir mal ein schönes Hintergrundbild mal so schnell drin gemacht, dass es ein bisschen besser aussieht als mein ungeräumter Desktop-Hintergrund. Und zwar möchte ich euch die App noch vorstellen. Wartet mal, ich gehe nochmal raus. So, und zwar ist sie hier, Dreamscreen, das findet ihr auch ganz einfach im Google Play unter Dreamscreen TV. So, jetzt müssen wir kurz warten. Meine App ist logischerweise schon verbunden. Ich muss mal auf HDMI 2 umschalten. Die stand nämlich noch auf PlayStation. So, HDMI 2. 3, das kann ich nicht anklicken. Passiert nichts, weil ist nicht angeschlossen. So, und jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten, was wir hier machen können. Also ich bin auch schon verbunden. Ich habe extra hier auch gesagt Wohnzimmer, weil ist ja Wohnzimmer. Wir können zum Beispiel sagen, wir möchten es ausschalten. Wenn mich das jetzt zum Beispiel bei einem Film gerade irritiert oder ich einfach jetzt keinen Bock auf Dreamscreen habe, kann ich auch sagen, einfach aus. Ja. Dann haben wir die Möglichkeit Video. Video ist alles, was hier über HDMI kommt. So bewegt sich dann der Dreamscreen. Wir können aber auch Musik machen. Da haben wir dann praktisch nach der Musik vom HDMI oder Klinke. Das habe ich aber bis jetzt noch nicht getestet. Und wir können Ambilight einfach auch so, ihr seht es hier gerade da, das habe ich ja im Video auch schon mal gezeigt, wir können jetzt hier einfach eine, halt nochmal zurück, wir können jetzt hier einfach eine Farbe machen, ich nehme jetzt einfach mal blau, dann leuchtet es blau, ich kann jetzt grün machen, na, grün, dann leuchtet es grün. So, wir können aber auch weiß nehmen, einfach mal so, oder so ein gelbliches Weiß. Oder wir sagen hier und dann können wir uns hier die Schieberegler selber zuordnen. Ich nehme mal jetzt Rot raus, ich nehme auch Grün komplett raus und ich nehme Blau komplett raus. So, seht ihr das? Das ist ein ganz dunkles Blau. So, zack und weg. Jetzt können wir das hier Grün separat und Rot. Zack. Und jetzt hier noch ein bisschen Blau dazu. Und wenn wir jetzt Rot und Blau wegmachen, haben wir Lila. Also da können wir die Intensität und die Lichtfarbe steuern. Wenn uns danach gerade ist. So. Also könnt ihr euch die Farben selber anpassen. Wir können aber auch sagen, wenn wir jetzt gerade, was weiß ich, Lagerfeuer haben oder was weiß ich, es gehen ja nur die Geräte, die am HDMI dran sind. Wenn ich aber jetzt sage zum Beispiel, ich möchte Amazon Video gerade nutzen über die Amazon Video App auf dem TV und mache mir da Lagerfeuer drin. Oder ich habe eine Festplatte angeschlossen. Wo mein Lagerfeuer ist zum Beispiel auf einer Festplatte drauf. So. Dann gehe ich hier einfach auf Fireside und dann flackert das so. Ihr seht da jetzt echt schlecht. Ich kann jetzt auch nicht alle durchmachen. Hier Rainbow haben wir noch. Wir haben ja 4. Juli. Ja. Also da ist wirklich viel drin. So, wir lassen aber auch mal auch auf TV. Dann habt ihr hier so ein TV-Bild und dann hier die Ambilight-Lichter. Bei mir ist jetzt gerade nichts, weil es ist ja nichts an. Also es funktioniert wirklich erst, wenn ich jetzt hier, zack, TV anmache. So. Ist mein TV überhaupt noch an? Ach, mein TV ist aus. Gut. So, jetzt ist mein TV an. Müssen wir kurz warten. So, und da ist dann das Bild. Und das funktioniert. Dann gehen wir mal die Einstellungen durch. So, dann haben wir hier Help for Webseite. Dann haben wir hier App Tutorial und so. Eigentlich braucht ihr das nicht. Setup Videos habt ihr auch. Da werdet ihr zu Dreamscreen weitergeleitet. Und habt ihr dann ein paar Setup-Videos. Für uns jetzt ehrlich gesagt uninteressant. So, Update. Hier würde ich ab und zu mal gucken, ob die Firmware auf dem aktuellsten Stand ist. Hier könnt ihr auch Reset oder Factory Reset machen. Dann sind aber alle Einstellungen weg natürlich. Warum? Wollen wir jetzt nicht. Installationssetting.
Beim Installationssetting, das ist das erste, was praktisch gesagt wird, sollt ihr auswählen. Ihr habt ja Classic, Mega und Extreme. Euch wird empfohlen Flex. Macht das auch, so wie ich. Ich hatte am Anfang Probleme, weil es auf der Webseite und in der Beschreibung nicht so, oder vielleicht weil es abends war, ich weiß es nicht, vielleicht habe ich da auch nur verkehrt gedacht oder so. Jedenfalls steht da, man soll dann hier die Lampen, also auf Edit gehen, so, und dann soll man hier die Lampenzahl eintragen. Da müsst ihr praktisch von auf der linken Seite von unten, also ich habe links angefangen, von unten nach oben sehen, wie viele Lampen eintragen. Von links nach rechts, wie viele Lampen und eintragen. Ich mache das mal hier mit. So, und dann sollt ihr auswählen, wo ihr angefangen habt, mit den LED-Stripe zu packen. Ob ihr oben links, oben rechts, unten rechts oder unten links angefangen habt. Ich habe unten links angefangen. Hab dann Save gedrückt. Und dann ja, hat nur die Hälfte von den LEDs geleuchtet. Also immer so. Ja, weil mein Fehler war, so, ich muss dann hochziehen, runter, so. Und dann loslassen. Und das muss alles blau sein, beziehungsweise rot. Das hat jetzt was damit zu tun, wo ihr euer angeschlossen habt. Am Dreamscreen, wenn die Ovale vor euch ist, hinten ist der Ausgang, habt ihr links und rechts neben dem HDMI-Ausgang zweimal den Anschluss für das LED-Band. Also für diesen kleinen blauen Kabel. Da steht auf der Unterseite einmal LED 1 und LED 2. Danach müsst ihr euch richten. Und danach müsst ihr dann auswählen, was ihr davon haben wollt beim Setting. LED 1 oder LED 2. So, save. Und dann einfach speichern. So, dann haben wir die Settings. Hier könnt ihr dann separat, sieht man das eigentlich? Ich werde mal das testen. So, zack, können wir hier, seht ihr, wie das blinkt? So. Können wir die Helligkeit machen, wir können auch komplett sagen aus. Und unten machen wir auch aus. Oder machen wir unten wieder an. Ja. Jetzt könnt ihr dann praktisch auch oben hier, also oben seht ihr jetzt nicht. Oder unten machen wir komplett weg. Da könnt ihr euch dann halt die Helligkeit und den Kontrast und das alles könnt ihr euch dann separat anpassen. Ist euch der zu hell? Ist es euch zu dunkel? Wollt ihr mehr? Wollt ihr weniger? Das könnt ihr dann hier separat einstellen. So, dann haben wir CEC Pass-Through. Das heißt, kommt unten noch 4K Pass-Through und HDR Pass-Through. Das heißt, Pass-Through ist eigentlich nur eine Weiterleitung. In den meisten Geräten ist es so, wenn ihr jetzt in Switcher habt oder was weiß ich, 1 zu 2, 2 zu 3, 1 zu 3, 1 zu 4, 1 zu 6 oder was weiß ich, weil das ist ja wie der Dreamscreen ist ja praktisch wie ein HDMI-Switcher, der aus drei Kabeln einmacht und das Signal halt dann an die LEDs zusätzlich noch weitergibt. Und Pass-Through heißt dann praktisch, ihr habt 4K-Geräte mit HDR, dass das, was vorne reingeht, auf der Rückseite auch rauskommt. Hier haben wir jetzt aber die... Hier haben wir CEC Pass-Through. Also das heißt, CEC ist ein Standard, um mit der Samsung Fernbedienung hier zum Beispiel, ja, mein Samsung TV bietet das an, nennt sich HDMI CEC. Damit kann ich mit einer Fernbedienung alle anderen Geräte mit steuern, die am Fernseher dran sind. Das heißt, mir geht die Information nicht verloren. Also wenn ich jetzt hier mit meinem Fire TV zum Beispiel steuern wollen würde, könnte ich das machen. Habe ich aber glaube ich beim Fire TV deaktiviert, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Habe ich deaktiviert? Da muss man natürlich unter Einstellungen. So. Dann Einstellungen. Und hier war irgendwo HDMI CEC mit drin. Das hatte ich mal ausgemacht. Mein Fire TV. Auf Werkseinstellungen. Na, ist egal. Das ist da jedenfalls irgendwo drin. Das habe ich da ausgeschalten. So.
Dann könnt ihr praktisch eure PlayStation, ja, ich kann auch meine PlayStation mit meiner Samsung-Fernbedienung steuern, kann das, wenn ich will, Fire TV, Receiver, ich kann alles damit steuern. Wenn ich das halt auf dem jeweiligen Gerät aktiviert oder deaktiviert habe, kommt es halt drauf an. Das heißt, ihr könnt dann halt weiterhin eure externen Geräte mit der Fernbedienung steuern. CEC Input Switch ist im Prinzip, dass wenn ein Gerät angeht, dass der Switch von jetzt zum Beispiel bei mir auf 2 von Fire TV auf PlayStation springt, ja, damit wir das nicht hin und her schalten können. Eine Fernbedienung für hin und her schalten ist nicht mit bei. Ihr könnt das entweder über die App die HDMI separat einstellen, also wechseln, wenn ihr das wollen würdet, oder am Gerät habt ihr einen Knopf, könnt ihr auch wechseln. So, ich habe hier alles an USB-Power direkt. Ich habe jetzt kein USB dran, aber das war halt bei den Einstellungen dran. CEC-Power, das war halt wichtig. So, hier HDR wollen wir natürlich anhaben, dass das auch weitergeleitet wird. So, Android Widget. So. Wir können jetzt auch hier ein Android Widget machen. Das habe ich aber noch, ehrlich gesagt, noch gar nicht probiert. Wegen diesem Widget. So. Magic Home. Da seid ihr jetzt live mit bei. Das ist das erste Mal, dass ich das jetzt gucke, weil damit habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht beschäftigt. Weil mir die App eigentlich so ausreicht und weil das eigentlich super funktioniert. Kann mich da echt nicht beschweren. Springt auch alleine um. Ja, müsste dann unter vorne weiter sein, unter Dreamscreen TV, so heißt ja die App. Magic Home. Ne, ist nicht da. Aber egal. So, dann gehen wir auf, wo waren wir? Da waren wir drin. So, dann haben wir Music Settings. Da habe ich noch gar nichts verstellt, weil habe ich noch nicht benutzt und konnte ich auch noch nicht so wirklich testen, ob das funktioniert. Also habe ich ehrlich gesagt auch gar nicht Interesse dran an Musik. Ich will das einfach nur für TV haben, aber okay, das muss ich noch testen. Und dann haben wir Video-Settings. Da will ich mit euch aber nochmal durchgehen. Ich habe jetzt mal die Einstellung bei mir noch ein bisschen verändert. Und zwar bietet... Wo haben wir denn da? Passt das eigentlich noch hin? Ja, passt gerade so noch hin. Und zwar bietet Dreamscreen, also der deutsche Anbieter für Dreamscreen, nur er darf deutschlandweit Dreamscreen anbieten, bietet die Möglichkeit, euch zu sagen, ey, das ist die beste Möglichkeit, das einzustellen. Kann natürlich sein, dass das für euch nicht die beste Möglichkeit ist. So. Dass das für euch vielleicht ein bisschen was anders ist. Und das gehen wir jetzt einfach mal durch. So, rot sollen wir 800 haben. Und grün machen wir auf 80. So, dann sollen wir blau auf 90, so dass so ein Fitzelchen ist. Na, das ist zu viel. So, grün machen wir noch ein bisschen ran. Also hier wäre natürlich eine Zahl ganz gut, wenn man hier irgendwo auch denn hier vorne irgendwie hätte 70%, 20%, 30%. So kann ich jetzt halt nur nach den Bildern gehen. Das wäre halt so ein kleiner Verbesserungsvorschlag für die App. So. Dann sagt er, hier sollen wir Auto nehmen. Habe ich auch Auto noch drinne. Die könnte ich jetzt noch ein bisschen höher stellen. Auf 5%. So, die Framerate, das ist halt die Verzögerungsrate, braucht er nicht. Braucht er wirklich nicht. Also, es sei denn, euer Fernseher ist wirklich, hat so ein Delay, also praktisch die Sachen, die praktisch durch den Dreamscreen angezeigt werden, seht ihr das Bild und
der Dreamscreen kommt davor oder weit davor oder weit danach, dann könnt ihr das ein bisschen anpassen. Aber die meisten neueren Fernseher ist das ehrlich gesagt nicht wichtig, dass man das macht. So. Und dann sind wir schon mit den Settings eigentlich durch. Achso, ne, den Color Boost. Den Color Boost wird empfohlen auf Off. Den habe ich auf Low. Auf Off habe ich bei meinem ein bisschen Probleme gehabt mit den Farben, dass lila, nicht lila, sondern blau angezeigt wird. Also ich habe ein lila Bild auf dem Fernsehen und da wurde mir lila als blau angezeigt. Und mit Low war das eigentlich ganz okay. Ne? Komm. So. Und dann sind wir eigentlich auch schon durch mit den Einstellungen. Mehr ist da eigentlich wirklich nicht einzustellen. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt zum Einstellen oder allgemein zum Dreamscreen, einfach in die Kommentare posten. Ich werde mein Bestes tun, um euch da zu helfen. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.